Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Werner Watches YouTube Video. Heute mal ein etwas selbstironischeres Video mit den liebsten Ladenhütern. Ihr seht in meinen ganzen Drops immer ach so viele Uhren, die sich ach so schnell verkaufen. Das stimmt auch alles, aber was man oftmals gar nicht sieht, sind die Uhren, die liegen bleiben. Ich habe in jedem Drop regelmäßig irgendwas zwischen 20 und 30 Uhren, davon verkaufen sich auch regelmäßig direkt 10, mal 15, vielleicht sogar mal 20 in einem wirklich guten Job. So ein paar bleiben aber immer liegen. Und heute habe ich mir meine Lieblingsladenhüter rausgesucht. Meine Lieblingsuhren, von denen die liegen geblieben sind, bei denen ich teilweise nicht verstehe, warum sie noch da sind, teilweise sehr gut verstehe, warum sie noch da sind und teilweise sogar dafür gesorgt habe, dass sie noch da sind. Und damit würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Ich glaube, das ist ein ganz cooles Thema. Und fangen wir doch mal direkt mit einer Uhr an, wo ich voll und ganz verstehen kann, warum die noch da ist. Ich kann das so gut verstehen, warum die noch keiner gekauft hat. Und zwar haben wir eine Damen Christian Dior Uhr. Und ganz ehrlich, eigentlich könnte eine Uhr nicht konträrer zu dem sein, was ich sonst so mache. Die Uhr ist nicht wirklich schön. Also es ist eine schöne Uhr, aber die Uhr ist jetzt nicht so objektiv schön. Wenn man die jemandem zeigt, würde dann niemand sagen, oh, was eine tolle Uhr. Es ist ein Damenmodell. Es ist einfach irgendwie von vorn bis hinten eine verrückte Uhr und dann hat die auf dem Ziffernblatt halt irgendwie noch so ein Logo. Was ist es für ein Logo? Es ist ein Kanja-Logo. Und das ist der Grund, warum ich die Uhr gekauft habe. Weil ich das einfach so lustig fand, dass auf so einer, ja, es ist keine Billiguhr, aber auf so einer damals doch verhältnismäßig günstigen Uhr, gemessen an den Uhren, die wir hier sonst so verkaufen, die Uhr ist ja auch vergoldet und nicht aus Vollgold, dass da dann wirklich ein Kanja-Logo drauf ist und dass die Uhr dann vermutlich eben doch über Esprit geretailt wurde. Es war einfach so ein Ding, wo ich gesagt habe, hey, wir haben hier eine Uhr, die irgendwie, ich glaube, für knapp unter 2000 Euro online steht, mit Kanja-Logo, die irgendwie in einem schönen Zustand ist, die ein ungekürztes Band hat. Irgendwie hat mir das Spaß gemacht, irgendwie habe ich die Uhr gefühlt und ich habe tatsächlich, ob man es jetzt glaubt oder nicht, auch Anfragen auf die Uhr bekommen, nicht mal wenige. Da haben sich dann einige dagegen entschieden, aber teilweise habe ich auch durch die Preisgestaltung von, ich meine, 2000 Euro, das ist echt nicht wenig Uhr für so eine Uhr, aktiv dagegen gearbeitet, dass jemand diese Uhr kauft, weil ich sie einfach schön finde, weil mir die Uhr gefällt. Ihr wisst, ich habe keine Vorbehalte gegen kleine Uhren. Da ist dann die Größe natürlich auch absolut tragbar. Und mir hat es einfach Spaß gemacht. Dann habe ich gesagt, hey, dann kaufe ich die initially. Und ja, dann behalte ich sie aber auch. Und wenn keiner kommt, dann kommt keiner. An der Stelle natürlich trotzdem Aufruf. Wenn sie einen von euch interessiert, dann meldet euch. Es ist meiner Meinung nach wirklich eine geile Uhr. Aber warum die für 2000 Euro noch keiner gekauft hat, das kann ich ehrlich gesagt gut verstehen. Ja, ist ja so. Also, muss man ja mal ehrlich sein. Und jetzt würde ich vorschlagen, machen wir mal den kompletten Gegenentwurf dazu, und zwar eine Uhr, wo ich es wirklich nicht verstehen kann. Und zwar eine Cartier Tank Normal 78092. Die Cartier Tank Normal wurde, wie viele von euch wissen, 2023 neu aufgelegt mit einer neuen, ja im weitesten Sinne CPCP, also Collection Privé Variante. Ist auch total viral gegangen damals, riesig im Hype und wie auch immer. Und auch das Vintage-Modell ist infolgedessen eigentlich echt im Preis gestiegen und hat auch einfach an Beliebtheit dazu gewonnen. Und in dieser Zeit, ja, wobei, nee, ich habe die Uhr noch nicht ganz so lang, aber irgendwie nicht allzu lang danach habe ich dann eben diese hier kaufen dürfen. Wunderschöne, normal, guter, ehrlicher Zustand. Die Uhr ist poliert worden, aber sieht nicht schlecht aus. Das Ziffernblatt sieht gut aus. Schönes neues Band, was ich extra für die Uhr habe anfertigen lassen. Also eigentlich overall wirklich eine tolle Uhr, aber irgendwie kauft sie keiner. Und das, obwohl der Preis, anders als bei der Christian Dior zum Beispiel, wirklich fair ist. Also Preis an der Dior ist auch fair, aber der Preis an der Dior ist natürlich schon ein aussagekräftiger Preis. Der Preis hier an der Normal ist auch gemessen am Marktgeschehen wirklich fair. Also ich glaube, wir sind aktuell so weit, dass wir die günstigste Normal mit Peristyle in der EU haben und trotzdem kauft sie keine. Und das wundert mich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es an den Bildern liegt, ich weiß nicht, ob es an meiner Beschreibung liegt, ob es an der Darstellung liegt, ob es daran liegt, dass ich die schon lange nicht mehr gepostet habe und entsprechend die Uhr auch relativ weit unten bei Chrono24 auf der Website ist. Woran es liegt, weiß ich nicht, aber ich finde es schade. Ich finde es schade, weil es ist wirklich eine wunderschöne Uhr. Es ist eine gut tragbare Uhr. Es ist quasi der spannendere Gegenentwurf zur Tank Louis und dafür kostet es auch gar nicht mal so viel mehr. Also wenn man sich überlegt, dass eine 78086, also die ETA-Variante der Tank Louis in Gelbgold mittlerweile auch 8.000 bis 9.000 Euro mit Peristyle und Co. kostet, dann finde ich ehrlich gesagt, dass eben diese um die 12.000 Euro echt, echt fair sind. Und warum die noch keiner gezahlt hat, beziehungsweise diese Uhr noch keiner gekauft hat, das verstehe ich echt nicht. Und umso mehr in diesem Video einen Appell an euch, dass es jetzt ja doch langsam mal soweit sein könnte. Machen wir jetzt mal weiter mit einem Zwischending. Eine Uhr, wo ich objektiv verstehe, warum sie noch keiner gekauft hat, aber es subjektiv einfach total schade finde. Und zwar der Girard-Perregaux Olympico.
Die Girard Perregaux Laureato generell hatte ja vor allem vergangenes und im Jahr davor wirklich einen sehr, sehr großen Hype. Nicht zuletzt, weil sie ein sehr geiler Kontrast oder auch ein sehr geiler Gegenentwurf zur Royal Oak und zur Nautilus war. Und in der Zeit haben viele befreundete Sammler und Händler diese Uhren sehr gefeiert, sehr viel gekauft, sehr viel getragen. So. Und aus dieser Zeit stammt auch diese Uhr. Und ich verstehe, dass der Hype abgeklungen ist. Ich verstehe, dass die Leute nicht mehr so viel Interesse an dem Modell haben. Und ich verstehe auch, dass die Leute dann lieber ein bisschen mehr verhandeln wollen würden. Aber die Uhr ist und bleibt einfach eine geile Uhr. Und ich kann nicht verstehen, warum der Markt für diese Uhr so stark runtergegangen ist, bei einem Modell, was aber an und für sich so geil ist. Weil, also gut, dieses Modell, diese ganz spezifische Uhr ist in einem Top-Zustand, coole Provenienz etc. Bombe. Aber auch dieses Modell an und für sich, die gesamte Laureato-Reihe, das sind so tolle Uhren, die sind so hochwertig gefertigt, die sehen so gut aus, die sitzen auch so gut am Handgelenk. Also selbst hier die Olympico Chronograph, die eine sehr große Variante und die Chronographen-Variante eben nicht die Dreizeiger-Variante ist, selbst die trägt sich an meinem Handgelenk, wie ich finde, richtig, richtig gut. Und das, obwohl ich, wie ihr hier sehen konntet, eigentlich ja kleinere Uhren gewohnt bin und auch lieber kleinere Uhren trage. Und warum dann auf diese Uhr nicht mal mehr Anfragen kommen, das kann ich nicht verstehen. Ich kann es nachvollziehen. Wie gesagt, ich kann die objektiven Gründe dahinter verstehen. Aber warum diese Uhr aktuell überhaupt keine Traktion hat, das wundert mich. Weil, wie gesagt, es ist und bleibt einfach eine wahnsinnig tolle Uhr. Und wenn man sich überlegt, dass jede Royal Oak, jede Nautilus deutlich fünfstellig kostet, also nicht mal mehr 10, 12, 15.000 Euro, sondern 20, 25, 30.000 Euro, vor allem wenn wir über die Chronographen dann bei der Royal Oak reden, dann ist das so eine tolle Uhr, so ein toller Bang per Buck, also Preis-Leistungssieger, dass ich mich da echt wundere, warum da zumindest nicht mal irgendwie Anfragen kommen. Ich kann es, wie gesagt, aber trotzdem verstehen. Machen wir jetzt vielleicht kurz und schmerzlos mit einer Uhr weiter, die wir in der Vergangenheit in relativ vielen Videos gesehen haben. Die ist auch noch gar nicht so lange im Bestand, ich glaube 3 Monate, so in der Größenordnung. Und zwar einer weißgoldenen Cartier Benoit 78094. Wir haben extra über diese und zwei Schwesterreferenzen dieser Uhr ein eigenes Video gedreht. Ich habe tolle Bilder von meinem Fotografen für diese Uhr machen lassen, die ich auch regelmäßig auf Instagram poste. Also ich habe wirklich sowohl Social Media technisch als auch auf Chrono24 und meiner eigenen Website alles dafür getan, dass diese Uhr sich bewegt. Nicht, weil ich sie verkaufen will, sondern weil ich halt Händler bin und verkaufen muss. Aber irgendwie schlägt keiner zu und es wundert mich, weil diese Faustregel bei Vintage Cartier, vor allem der Louis Cartier Kollektion, dass Weißgold ziemlich genau das Doppelte kostet, was die Gelbgoldmodelle kosten, die trifft ja bei dieser Uhr nicht mal zu. Das bedeutet, die Gelbgoldmodelle kosten was? Um die 7.000 Euro. Das heißt, nach Adam Riese würde diese Uhr dann 14 kosten müssen. Das verlange ich ja gar nicht. Also es ist ja gar nicht der Rufpreis dieser Uhr. Der Rufpreis dieser Uhr ist deutlich näher an den 10.000 Euro. Trotzdem viel Geld, das verstehe ich. Aber warum niemand von den vielen Leuten, die ja Benoits kaufen aktuell, also die gelb-goldenen Varianten zum Beispiel, die verkaufe ich ja jedes Mal so. Warum dann von diesen ganzen Interessenten auf die weißgoldene, auf die gelb-goldene, pardon, noch keiner gesagt hat, hey, die weißgoldene ist so viel seltener und irgendwie so viel besonderer, dann kaufe ich die, das kann ich nicht verstehen. Und auch deswegen bin ich der Meinung, dass es mindestens mal ein Honorable Mention sozusagen in diesem Video sein sollte. Und last but not least, jetzt ein Modell, wo mich auch mal eure Meinung interessieren würde, weil die mich wirklich, fast möchte ich sagen, enttäuscht hat. Wir reden von einer Rolex Cellini, einer, ich würde sie jetzt Rolex Cellini Allongé nennen, auch wenn es natürlich nicht so ganz passt, mit einem langgezogenen Gehäuse und das ist das absolute Highlight, einem Blackwood Dial. Wir kennen ja alle diese Wood Dials von Rolex, also die klassischen Holzzifferblätter, wir kennen und lieben sie. Also die letzten beiden Cellini-Modelle mit Wood Dial zum Beispiel habe ich sehr, sehr gut verkauft. Und jetzt haben wir hier eine Blackwood Dial mit schwarzem Holz. Das ist deutlich seltener und das ist deutlich besonderer. Und diese Uhr hat von nicht mal einem halben Jahr, würde ich sagen, richtig viel Aufmerksamkeit auf Social Media bekommen, weil die Uhr von Momentum Dubai verkauft wurde. Der Post ist absolut viral gegangen. Ich glaube, die Uhr hat 12.000 Euro gekostet, wenn ich mich jetzt nicht irre, etwa 12.000 Euro gekostet. Und sie war innerhalb von wenigen Minuten oder lass es ein, zwei Stunden gewesen sein, verkauft. Jetzt habe ich die gleiche Uhr in meiner Meinung nach ähnlichem, wenn nicht sogar genauso gutem Zustand, mit genauso schönem Blatt, mit genauso schönem Gehäuse und irgendwie bewegt sie sich nicht. Irgendwie hat sie keine Reach. Und da würde mich auch mal eure Meinung interessieren, woran liegt das? Ich meine, ich als Händler, ich sehe mein Produkt natürlich immer, ja, ich bin da natürlich am ehesten verschossen. Ich würde mich nicht dafür entscheiden, die Uhr zu kaufen oder die Uhr in den Drop zu nehmen, wenn ich sie nicht toll fände.
Das heißt, ich bin so ein bisschen verblendet. Ich habe vielleicht Scheuklappen auf. Jetzt würde mich mal interessieren, was ihr glaubt, warum diese Uhr oder warum ihr zum Beispiel diese Uhr nicht kaufen würdet. Ich meine, es muss ja schon einen Grund geben, dass hunderte, tausende Leute, also nicht hunderttausende, sondern hunderte oder tausende Leute diese Uhr zum Beispiel bei Momentum oder wie auch immer geliked haben, angefragt haben und so weiter. Und jetzt in dem Fall nicht. Seid ihr der Meinung, dass das Gehäuse ein bisschen zu abgefahren ist? Seid ihr der Meinung, dass irgendwie das Ziffernblatt nicht passt? Würde mich echt mal interessieren, weil ich es bei der Uhr selbst nicht so ganz nachvollziehen kann. Ihr habt gesehen, ob es jetzt bei der Christian Dior oder bei der Girard Perregaux ist und natürlich bei ganz vielen Uhren, die gar nicht hier liegen, da kann ich das oft nachvollziehen, da habe ich ein Gefühl dafür. Bei der Uhr kann ich das irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Da würde mich eure Meinung brennend interessieren. So, das war es jetzt auch schon wieder mit den 5 Ladenhütern, die ich hier liegen habe. Ladenhüter an der Stelle natürlich auch so ein bisschen mit so einem Zwinkern zu sehen. All diese Uhren werden sich früher oder später verkaufen und gerade am Vintage-Uhrenmarkt ist es auch normal, dass man auf Uhren teilweise länger sitzt. Bei neuen Uhren könnt ihr euch vorstellen, die müssen teilweise auch innerhalb von Tagen oder Wochen verkauft werden. Das kalkuliere ich bei Vintage-Uhren Gott sei Dank ganz, ganz anders. Trotzdem hat es mich einfach gewundert, warum diese Uhren noch nicht verkauft sind. Natürlich gibt es auch einige mehr Uhren im Shop, die schon länger liegen, die teilweise mehr als 3, teilweise mehr als 6 Monate liegen, die noch nicht verkauft sind. An der Stelle auch eine Honorable Mention für eine 16700 GMT Master zum Beispiel, wo ich auch noch nicht so ganz verstehe, warum die noch keiner gekauft hat. Nicht besonders teuer, mit Papier in guter Zustand. Aber gut, so ist das manchmal. An der Stelle natürlich dann gleichzeitig auch der Appell, schaut euch genau diese Uhren an, scrollt vielleicht auf der Website mal doch bis ganz nach unten, um zu sehen, was da noch hinter dem neuen Job sozusagen verborgen ist. Natürlich, wenn euch eine dieser Uhren gefallen hat, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich bin auch gerne bereit, den Preis weiter zu verhandeln. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao!